Das ist ein Mini. Ein Mini Cooper SD Countryman, um genau zu sein. Mit einem 2 Liter Vierzylinder Dieselmotor, 143 PS und permanentem Allradantrieb. Was das mit dem iPhone zu tun hat, fragt ihr euch? Das finden wir jetzt heraus. Mini bietet seit einiger Zeit eine Integrationslösung fürs iPhone an, die mittels Datenkabel oder Dockanschluss in der Armlehne Zugriff auf Wiedergabelisten und Musik des iPhone ermöglicht. Über die Bluetooth-Verbindung kann man auch das bordeigene HiFi-System als Freisprechanlage nutzen. Dank der cleveren Sprachsteuerung braucht man dafür noch nicht mal die Hände vom Lenker zu nehmen. Sonderziele. Nein. Anrufen. Nein. Weder noch. Karte. Nichts dergleichen. Ansichten. Nein. Wahl wieder. Was? Telefon. Telefon. Ja, Telefon. Wie bitte? Telefon. 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 Ja, richtig. Wie bitte? Herr Ford. Jens. Möchten Sie mit Herbert Opa nein. werden? Nein, 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 nein. Wie bitte? Nein. Nennen Sie bitte einen Namen. Stohn. Möchten Sie mit Stohn Milk verbunden werden? Ja. Ja! Dazu gibt es aber auch noch eine App, die diese Funktionen etwas erweitert. So, man muss also hier die Mini-App herunterladen, dann das Ganze über das Dock-Kabel mit dem Infotainment-System verbinden und innerhalb kürzester Zeit... Es ist zu Beginn etwas mühsam, aber jetzt ist es geschafft. Plötzlich hat man über die mobile Internetverbindung des Smartphones tausende von Internetradiosendern im Auto. Radio aus der Hauptstadt von Burkina Faso, Ouagadougou. Außerdem gibt es einen RSS-Reader, der einem die gewünschten Schlagzeilen vorliest. Safari 5.1.4 Download von Apple freigegeben. Ab heute steht die finale Version 5.1.4 von Safari bei Apple für Mac OS X Leon, Snow Leopard und Windows bereit. Wer unbedingt möchte, kann sogar während der Fahrt seinen Freunden bei Facebook oder Twitter mitteilen, wie warm es gerade ist, wo er gerade hinfährt oder ob bald wieder getankt werden muss. Nicht ganz ungefährlich, wenn er mich fragt. Ja. Ganz praktisch ist die lokale Google-Suche. Mit der kann man aus dem Auto heraus ziemlich schnell das nächstgelegene Café oder den Gemüsedöner um die Ecke finden. Mit ein bisschen Vorarbeit kann man sich aus Google Maps vom Computer Orte direkt ins Fahrzeug schicken lassen und die dann aus dem Bordcomputer heraus als Navigationsziel verwenden. Falls die lokalen Radiosender gerade nichts Gutes hergeben und auch die Musik auf dem iPhone nicht so recht passen will, kann man sich über die App kostenlose Playlisten runterladen. Die Musik passt sich dann dem Fahrstil an. Bei Stop and Go in der Stadt läuft ruhige Chillout-Musik. Wenn auf der Landstraße der Puls steigt und die Geschwindigkeit auch, dann wird der Beat ein bisschen schneller. Aber das ist noch nicht alles. Oh yes, here comes Mini-Time! B-Mini! Feels great with some heat. I agree. Makes me feel like summer. Yes, this is my time. Not just yours, you self-centered piece of machinery. Oh, well, I am the most important part of the car. What? Stop bragging, engine. We have got some serious minying to do. Das Ganze nennt sich Mission Control. Den Mac-Usern unter euch dürfte das bekannt vorkommen, hat aber mit OS X Lion überhaupt nichts zu tun. So gibt es also eine Reihe von Apps und Helferlein, die die Fahrt angenehmer oder kurzweiliger gestalten sollen. Man kann sogar an einer Art Wettbewerb um den Titel des effizientesten Fahrers weit und breit teilnehmen. Der Minimalism Analyzer verteilt Punkte für vorausschauendes Fahren, rechtzeitiges Bremsen und gemächliches Beschleunigen. Man kann sogar eine Top-10-Liste anzeigen lassen, das ist fast wie im Game Center. Leider verleitet gerade dieses Modell dazu, herauszufinden, ob die Herstellerangabe von 9,5 Sekunden von 0 auf 100 auch wirklich stimmt. Jetzt kommt das jüngste, gleichzeitig aber auch sinnloseste und damit wohl allerschönste Feature der Mini-App. Driving Excitement. Dieser Teil der App lässt eine Reihe neuer Instrumente auf dem Display erscheinen, die nur dem Fahrspaß dienen.
Motortemperatur, Drehzahl und Leistung zeigen dem Fahrenthusiasten an, was er wissen muss. Das G-Meter bietet darüber hinaus äußerst essentielle Informationen darüber, welche Kräfte auf das Fahrzeug gerade in welche Richtung wirken. Leider fehlt ein Warnhinweis, dass einem der Kameramann gleich in den Schoß bricht. Mini hat also mit seiner iPhone-Integration eine Menge praktischer Funktionen des Smartphones ins Auto gebracht. Leider lassen sie dabei aber an vielen Stellen das bestechend Intuitive vermissen, das Apples Bedienelemente sonst so auszeichnet. Nicht alles lässt sich so einfach und elegant bedienen, wie man es sich wünschen würde. Und lange nicht alle Funktionen sind unersetzlich. Aber die Google-Suche und, ich würde sagen, das Webradio, beides lässt sich komplett über die Fahrzeugelemente bedienen, am Bordcomputer, sind schon wirklich eine schöne Ergänzung der Standardfunktionen. Die Kosten für das Navigationssystem mit HiFi-Anlage und iPhone-Integration liegen je nach Ausstattungsvariante zwischen 1.700 und 2.700 Euro. Hinzu kommen dann noch die Kosten für das Kabel für ungefähr 50 Euro oder die komplette Integration in die Mittelarmlehne mit Belüftung für das iPhone, damit ihm nicht zu warm wird, für 182 Euro. Der Minimalism Analyzer verteilt Punkte für vorausschauendes Fahren. Das gibt's nicht. Ich hab das Adjektiv vergessen. Rechtzeitiges Bremsen. Natürlich rechtzeitig. Wann soll man denn sonst bremsen, wenn nicht rechtzeitig? Gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich noch weitergehe. Aber wieso redest du denn nicht? Aber gleich so knallt Auto nebenan. Ja. Du hast den Führerschein auch im Lotto gewonnen, ne? Führerschein?